Dennis is undefeated at featherweight. Tell us, you know, what the difference has been, what the reason for a success at 145 pounds. Verstanden? Ja. Ja, ich denke bis jetzt, meine Größe ist halt für diese Gewichtsklasse besser, also passt besser einfach. Die Gegner sind nicht so groß und das Ganze ist viel ausgeglichener, deshalb habe ich da mehr Erfolg. I think his size is really good for this weight class, and so this is the reason why he has success. Talk about this particular matchup. I have to think this is a fighter that he likes to fight. The style, I think, could work out very well for an exciting matchup. Okay, also er denkt, dass dieser Kampf jetzt gegen den Cub Swanson halt besonders toll ist, halt, weil du wirst bestimmt diesen Style mögen halt. Und was denkst du darüber? Ja, ich denke, dass unsere Kampfstile zusammenpassen, damit es halt einen guten Kampf gibt, weil er kämpft gerne im Stand, ich auch. Er macht interessante Sachen, so wie ich, und yeah, deshalb wird es interessant. The fighting style fits together. He makes nearly the same as me, and so he's sure that will be an interesting fight. How much has featherweight helped his speed to become faster and lighter? How much has the weight cut helped in that aspect? Ja, verstanden. Okay. Durch das Gewicht verlieren und so bin ich natürlich etwas schneller geworden, und das wird man im Kampf auch sehen, oder ich merke das auch in den Kämpfen überhaupt. Yeah. Because of this weight cut, he's getting more faster, and that you will see in a fight. What do you think? With the spinning kicks as well, they seem almost even more powerful at featherweight, would you say? Die dann Spinning Kicks und so weiter, sind die jetzt genauso powerful noch da wie in featherweight? Ja, durch die Geschwindigkeit haben die, glaube ich, nicht an der Kraft verloren. Du musst es wissen als Trainer, weil du hältst immer die, kannst ja sagen, du hältst immer die Patzen. He thinks the spinning kicks, of course, are the same as before. And now he's a little bit faster. Maybe he lost a little bit power, but he's faster, and that compensates that. And believe me, it's true, because I'm the trainer, I feel that, and this is okay. What do you think of Cub Swanson's style and his striking, Cub Swanson? What do you think of his striking and his style? Was denkst du also über den Cub Swanson an sich und über seinen Stil? Ja, da hat natürlich sehr interessanten Kampfstil. Sehr explosiv, sehr schnell. Hat auch viel Power in den Schlägen, aber dafür sind wir vorbereitet. Yeah, of course, he's an interesting man with an interesting style. And but we don't care about that, because we are prepared for that. Well, in the first camp, before, when they were set up to fight for the first time, how much preparation did he do then, before he was out of the fight and replaced by Poirier? Hast du dich verstanden? Ja, damals habe ich mich ja verletzt, und ja, das war ungefähr auf dem halben Weg. Und da musste ich halt aufhören wegen der Verletzung. Okay. Of course, he was in good shape, but he has to stop, because he was injured with a knee. Unfortunately, it can't be changed. On the halfway, yeah, we had to stop training, and but doesn't matter now, because now showdown. It seems like there's the possibility for movement in the division. Obviously, Jose Aldo's the champion, but it seems like Lamas and you and Cub all have a chance to really shake some things up. So how much do you think a win on Saturday will position you in terms of getting closer to the title? Okay. Ich denke, das wird ein sehr wichtiger Kampf sein. Also der Sieg ist sehr wichtig, weil mit dem Sieg kann ich mich, denke ich, schon ziemlich nah an den Titelkampf bringen, wenn ich überhaupt, weil so viele Leute gibt es da nicht mehr. Ne? Yeah. Okay, of course, this fight is a really important fight for us, because this fight could mean to be nearby the title shot. How close do you think? I mean, I know it's just his third fight at featherweight, but he had a nice win streak other than the one loss. I mean, how close does he think he could be? Ich denke, so ein bisschen nah das Ganze sein wird so halt. Ne? Weil du hast zwar noch keinen verloren jetzt in diesem Gewicht halt, aber wie nah? Na gut, wenn ich den gewinne, dann denke ich, könnte ich vielleicht noch nach einem Kampf schon Titelkampf kriegen. Nein, warum nicht gleich? Ja, ich könnte auch gleich oder höchstens noch einen Kampf. He thinks if this fight is really good, yeah, maybe he get a title shot. Maybe. We hope so. How important is it then for it not to go to decision in that case? Ja, was ist, wenn es nach Decision kommt? Ja, gerade deswegen, weil es muss ein sehr guter Kampf sein, es muss ein schneller Kampf sein, es muss ein gutes Ende sein und keine langweilige Entscheidung. Deshalb ist es sehr wichtig, mal den Kampf vorzeitig zu beenden. This is the main point. It it may not a boring fight, you know, no decision. It must be a KO or something like this. It must be very interesting. And if that happens,
we can be maybe sure to get a title shot. Sometimes when we see two strikers get together, it's wrestling. Somebody, you know, tries to wrestle and surprise things. Does he have a trick up his sleeve, or does he want to just stand in there and put on a show? Hast du es verstanden? Nee, was ist ich auch nicht wirklich. Also, ja, wegen Ring meinte ich, glaube ich. Ja, ja, also ihr habt ja zwei Boxstile so, und dann jetzt mit dem Ring und so weiter, genau. Wie wird die Show dann ablaufen? Ja, so in etwa, ja, Kickboxen, ne? Wird auf jeden Fall dabei sein, das ist klar, ja. Kampf fängt im Stand an, aber ich bin auf viel mehr vorbereitet, ich habe viel Boden trainiert, ich habe viel Ring trainiert, ja. Deshalb werde ich den Kampf interessant gestalten, mixen und alles verwenden. Of course, Kickboxing will be very important in this fight, of course, but he is prepared for everything. He has done a lot of groundwork, wrestling and so on, and I think he's ready for everything. We're talking about finishing fights. How do you feel about the possibility of fight night bonuses going away? Also, ja, das ist, ich sehe das natürlich als schlechtes Zeichen. Ich finde, das war schon ganz gut so. Man sollte das so lassen, weil dadurch ist man mehr motiviert, bessere Kämpfe abzuliefern, die Kämpfe früher zu finishen, und es gibt sich einfach mehr Mühe. Ich denke, das ist eine gute Motivations, Schub, Motivationsschub. He don't like it. Because it gives him more motivation. If you get a bonus of the night, it gives him more motivation to train harder, because it's about money, you know. And so the most guys try to make better fights, of course, because of the money. And I think I may have asked you this before, but as pretty much the only German fighter in the UFC, do you feel a sense of responsibility or something that you want to prove in terms of representing your country and your kind of fighter? Damit, dass du der einzige deutsche Fighter bist eigentlich hier, hast du da irgendwie so ein bisschen Verantwortungsgefühl, weil du Deutschland vielleicht repräsentieren könntest? Natürlich, auf jeden Fall. Ganz Deutschland guckt auf uns. Wir müssen guten Kampf abliefern, damit auch unser Sport in Deutschland populärer und bekannter wird. So das übliche. Yes, in any case. He has responsibility, because the whole Germany looks at us and they want that we win, and so we are, of course, responsible. Responsible for that. Thank you, sir.